Ja, meine Damen und Herren, wir vergeben nun die letzte Kategorie, den Preis für die herausragende Leistung in der Kategorie Marketing. Marketing, ja, was kann Marketing eigentlich leisten? Meines Erachtens sind das drei Dinge. Das erste ist, eine Marke entwickeln, sie groß machen. Das zweite, eine Marke pflegen, über Jahrzehnte sie ausbauen, die Kunst des Dauerns. Und die Disziplin, um die es heute geht, ist eine Marke drehen. Also erkennen, dass die Marke kein Pfund ist, mit dem man wuchern kann, sondern eher Pfunde, die einem um den Hals hängen. So war das bei Opel. Ich mache die Geschichte kurz, das Elend kennen Sie alle. Die Autos, sie waren, ich glaube, ich darf das sagen, eine Katastrophe. 1996, im 100.000-Kilometer-Test von Auto, Motor und Sport, brach der Omega alle Negativrekorde. 40 Störungen, 10-mal in die Werkstatt. Journalisten fragten, ist der made in Kongo? Das Unternehmen war eine Katastrophe. Der Spiegel schrieb noch damals, vor 6 Jahren, Opel ist der deutsche Autobauer mit dem schlechtesten Ansehen. Ein Sozialfall, der den Staat um Hilfe bitten muss. So sah es ja damals aus. Ja, und die Marke. Ich habe mir geschworen, Tina, Neumann, ich werde heute keine Witze über Opel erzählen. Von außen und im Nachhinein lässt sich da wirklich leicht spotten und alles besser wissen. Aber währenddessen und von innen, da ist die Lage viel, viel, viel unübersichtlicher. Und deshalb möchte ich jetzt über Führung sprechen, über Mut sprechen und über Vision sprechen. Und damit über Karl Thomas Neumann. Karl Thomas Neumann wurde im Frühjahr 2013 Chef von Opel. Und ihm war von Anfang an klar, als CEO kannst du nicht alle Dinge auf einmal anfangen, sonst passiert nämlich am Ende gar nichts. Stattdessen musste er die wichtigste Aufgabe finden, nämlich die mit dem allergrößten Hebel für sein Geschäft. Und das Problem waren ja nicht mehr die Produkte. Die gewannen ja längst wieder Preise. Und trotzdem blieben die Marktanteile unten. Es gab offensichtlich eine Art von unsichtbarer Mauer zwischen dem Produkt und den Rezipienten, den Menschen, die das Auto später kaufen sollten. Eine Mauer von Vorurteilen. Insofern war die wichtigste Aufgabe die Marke Opel. Aber Karl Thomas Neumann ist kein Marketier. Er ist, wie fast alle, er nickt, wie fast alle Manager in der Automobilbranche ursprünglich Ingenieur. Und zum Glück habe ich Sie, lieber Neumann, vor 2 Monaten wieder erlebt oder einigen Monaten wieder erlebt. Wir waren zusammen Abendessen und spätestens seitdem weiß ich, er ist kein klassischer Automann oder zumindest so, wie sich Teile oder wie sich der Automann, die Automänner sozusagen selbst stilisiert haben oder stilisiert wurden in der letzten Zeit. Also autoritär, die Produkte besser kennt als jeder Mitarbeiter und so weiter, Sie kennen das. Er ist eher das Modell fürs 21. Jahrhundert. Ein moderner Manager, und zwar modern, nicht im Sinne von antrainiert, sondern aus sich heraus. Ein Manager mit offenen Augen. Und mit denen hat er gesehen, so können wir nicht weitermachen. Wir müssen was anders machen. Und Autowerbung heißt ja in mehr oder weniger 99% der Fällen Werbung für ein neues Produkt, Werbung für ein neues technisches Feature. Traditionell sind die Marketeers also eher der Kellner und der Koch, das sind die Ingenieure, vielleicht nochmal der Vertrieb. Karl Thomas Neumann hat gesagt, nee, so geht das nicht und so machen wir das nicht weiter. Wir brauchen einen Marketingchef im Vorstand, wir müssen dem Marketing Raum geben im Vorstand, ein eigenes Ressort, und trennte also Marketing von Vertrieb und gab beidem Raum zum Wirken. Das ist bis heute ungewöhnlich in der Automobilindustrie. Aber wer sollte die Aufgabe übernehmen? Er wusste, in der Branche wechselst du von Hersteller A zu Hersteller B munter hin und her. Das führt natürlich dazu, dass alle machen, was alle halt so machen.
Und das genau wollte er ja nicht. Er wollte ja jemanden, der was anders macht. Er ging zum Horizont Award, kann ich also empfehlen, und sah die Laudatio von Tina Müller auf Thomas Stierat. Und Sie wissen, Tina Müller kam von Henkel. Shampoo und so. Also weiter weg von Autos geht wirklich nicht. Ich glaube, das kann man sagen. Insofern, an jemand Branchenfremdes zu denken, an jemand so Branchenfremdes zu denken, ich glaube, das kann man wirklich als mutig bezeichnen. Manche sagen auch, eine Frau zu heiraten, mein Gott, in der Automobilindustrie, ist das irre, ist das der Wahnsinn, ist das mutig. Ich halte diese Bewertung allerdings für absoluten Unsinn. Ein Nachholen von Normalität als Mut zu bezeichnen, ist wirklich ulkig. Also, Headhunter rief bei Tina Müller an. Ihre Antwort: zu Opel? Oh, eher nicht. Aber Sie wissen das, Tina war damals die Rheinische Post war es, glaube ich, die damals schrieb, die teuerste Spaziergängerin Düsseldorfs. Also sie hatte Zeit. Sie arbeitete sich ein, beschäftigte sich und traf Neumann. Und sie gefiel ihm sofort. Was gefiel ihnen sofort? Es war zuallererst die hervorragende Fachkompetenz, die ihn begeisterte. Und dann später sagte er auch nochmal im Gespräch mit mir, und ihre Penetranz. Sag ich wirklich, ihre Penetranz? Ja. Penetranz ist wichtig. Eine Organisation wehrt sich gegen Widerstände und du brauchst ganz viel positive Energie, dagegen zu gehen. Und man hat mich vorher gewarnt, aber ich genieße das. Also, KTN holt Tina Müller und er lässt sie machen. Ich habe nicht so viel Ahnung von Marketing, sagt er zu ihr, aber ich vertraue Ihnen. Machen Sie das, was Sie für richtig halten. Ich habe kürzlich mit FM Schmidt, wir haben ihn gerade erlebt, von der Opel Hausagentur Scholz & Friends gesprochen, über Tina Müller. Und der sagte, was Tina Müller bei uns an Output rausholt, ist wirklich bemerkenswert. Sie ist ein Umsetzungswunder. Sie macht. Sie hat ein irres Pensum. Ist ein Erfolg da, ist er in der nächsten Sekunde auch schon wieder Geschichte und es geht zum nächsten Projekt. Sie treibt. Und Tina Müller kümmert sich um vieles selbst, persönlich. Sie ist fordernd über ihren Bereich hinaus. Sie will noch bessere Produkte, am liebsten noch schönere Produkte, die einfach besser aussehen. Sie nicken. Und sie mischt sich ein. Und Tina ist ehrgeizig. Und bei Menschen und bei Frauen ganz besonders, hat das manchmal irgendwie komischen Beigeschmack. Und was mich ärgert, und deshalb erwähne ich das, ehrgeizig bedeutet, Ziele erreichen wollen, etwas unbedingt wollen und gewinnen. Und das ist ausdrücklich positiv gemeint. Aber vor allem ist Tina Müller ein Glück. Ein Glück für Agenturen und für Unternehmen. Denn sie ist ein Chef, der sich traut, Entscheidungen zu treffen. Sie kann Nein sagen, und das ist nicht so leicht. Aber noch besser, sie kann auch beherzt Ja sagen. Sie ist nämlich ein Chef oder eine Chefin, die gute Ideen nicht durch 20 Anläufe durch die Organisation, durch die Administration, alle Abteilungen, Ebenen kaputt macht, sondern sie beschützt gute Ideen. Denn gute Markenführung ist eben nicht lauer Konsens oder die Vermeidung von Misserfolg, sondern am Ende ist es ja ganz oft die harte Durchsetzung einer klaren Vision. Und so war es ja auch bei Umparken im Kopf. Man braucht schon Stirn, um das riesengroße nationale Vorurteil einer Marke gegenüber direkt auf die Hörner zu nehmen. Und man muss wissen, wie gute Werbung funktioniert und was gute Werbung ist, um am Ende eine Redewendung zu prägen, die größer ist als die Marke selbst. Denn so ist es ja bei Umparken im Kopf. Umparken im Kopf reicht weit über Opel hinaus, ist in unseren Sprachgebrauch eingegangen, wird in anderen gesellschaftlichen Kontexten verwendet und trotzdem weiß jeder, dieser Satz kommt von Opel.
Und sowas hat zuletzt wahrscheinlich Geiz ist geil geschafft. Und das war schon länger her und ehrlich gesagt auch weniger schön. So, was hat das alles jetzt gebracht? Ja, Opel ist noch nicht gerettet. Aber die Vorurteile schwinden. Es können sich wieder mehr Deutsche vorstellen, einen Opel zu kaufen. Mehr Deutsche würden gern einen Opel besitzen. Und Opel-Fahrer gelten nicht mehr als Prolls, sondern sind oft sympathischer als Fahrer anderer Hersteller. Aber am allerwichtigsten ist, nach 25 Jahren kontinuierlichem Bergab in den Marktanteilen haben sie es geschafft, nun 3 Jahre in Folge an Marktanteilen wieder zuzulegen. Und das ist natürlich die Basis, damit Opel wieder schwarze Zahlen schreiben kann. Aber, und das möchte ich wirklich nochmal betonen, es wäre auch irre zu glauben, man könnte eine Automobilmarke innerhalb von nur wenigen Jahren dauerhaft und grundlegend verändern. Es geht ja hier nicht um ein Impulsprodukt wie Joghurt, sondern es geht um Autos mit also sehr langlebenden Produktzyklen. Also es geht in toto um ein Konzert von Ereignissen, die ineinander greifen müssen. Wir wollen also heute 2 Persönlichkeiten auszeichnen. 2 Profis, 2 Profis mit Mut, die wissen, dass der Weg noch lange nicht vorbei ist. Und die wissen, und das ist wichtig, dass es um den großen Rahmen geht. Der Rahmen ermöglicht am Ende nämlich alles. Motivation, Sicherheit, Zukunftsglauben. Und gibt es diesen Rahmen, dann sind Probleme oder Schwierigkeiten, die auf dem Weg entstehen, Abgaskrise, Rabattschlachten, Russland und so weiter, sind alles Themen, die lösbar sind. Wir zeichnen ein echtes Team aus, ein Team, das sich vertraut, ein Team, das komplementär ist und auch gemeinsam etwas Großes will. Herzlichen Glückwunsch, Karl-Thomas Neumann und Tina Müller.